Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal sprechen wir über Erwärmung mit Elektrizität. Das letzte Mal haben wir festgestellt, dass Elektrizität Arbeit macht. Jetzt wollen wir schauen, ob wir damit auch was erwärmen können. Jeder kennt ja so ein Gerät hier. Wasserkocher habe ich extra da. Mit 1 Liter Inhalt habe ich da jetzt gemessen. Und jetzt wollen wir mal ausrechnen, wie viel Arbeit muss ich da hineinstecken, dass die Sache zum Kochen anfängt. Wie mache ich das überhaupt? Jeder Stoff hat eine sogenannte spezifische Wärmekapazität. Diese spezifische Wärmekapazität gibt an, wie viel Joule ich pro Gramm Stoff hineinstecken muss, um diesen um 1 Grad Celsius oder auch 1 Kelvin zu erwärmen. Ja? Es ist ja hoffentlich klar, je mehr Stoff da ist, je mehr Masse da ist, desto länger brauche ich das, um das zu erwärmen oder abzukühlen. Ja? Und jetzt kommt es natürlich auf den Stoff drauf an, wie viel habe ich von was. Ja? Ich gebe jetzt einmal ein paar Beispiele. Ja? Zum Beispiel Aluminium. Ja. Braucht 0,92 Joule pro Gramm und Kelvin. Ja. Das heißt, um einen Block von 1 Gramm Aluminium um 1 Grad Celsius, um 1 Kelvin zu erwärmen, brauche ich 0,29 Joule. Habe ich ein Kilo Aluminium, brauche ich 0,29 Kilojoule, 920 Joule. Okay? Aluminium, dann haben wir Kupfer zum Beispiel. Da liegen wir bei 0,39 Joule pro Gramm und Kelvin. Ein Kilo Kupfer, 390 Joule. Dann Stahl, Eisen. Liegen wir bei 0,46 Joule pro Gramm und Kelvin. Sowas. Wir haben hier aber weder Aluminium, Kupfer, Stahl, ich meine schon, aber die Hauptmasse da drin ist eindeutig Wasser. Und Wasser hat 4,19 Joule pro Gramm und Kelvin. 4,19 Joule pro Gramm und Kelvin. Oder 4190 Joule pro Kilogramm und Kelvin. Das kommen 4,2 Kilojoule. Das ist nicht von ungefähr. Jeder, der sich schon mal beschäftigt hat mit Ernährung, kennt die Kilokalorien. Ja? Die Kilokalorien war so definiert, dass man 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad Celsius erwärmt. Ist eine Kilokalorien. Ja? Und eine Kilokalorien sind 4,2 Kilojoule. Tata, da steht das wieder. Gell? Das, wenn es hinten schaut, Schokoriegel, steht das drauf. Ja? Steht Kilokalorien und Kilojoule. Wobei Joule natürlich die SI-Einheit ist, gell? Nicht vergessen. Gut, also, wir haben jetzt Wasser. Okay? Wir haben jetzt Wasser. Und zwar haben wir 1 Liter Wasser. 1 Liter Wasser hat 1 Kilogramm. Wollen wir mal nicht kleinlich sein und wollen das mit 1000 Kilo pro Kubikmeter annehmen, 1 Kilogramm. 1 Liter Wasser hat 1 Kilogramm. Das heißt, ich brauche dort 4,19 Kilojoule, um 1 Grad Celsius bzw. Kelvin zu erwärmen. Okay? So, jetzt wieder 4,19 Kilojoule. Wie viel Grad haben wir? Schauen wir, der hat einen Thermometer drauf, da steht 20 Grad Celsius. Ja. Anfang. Ende ist Kochen, 100 Grad Celsius. Ja. Das heißt, das Delta Theta sind 80 Grad Celsius. Um 80 Grad Celsius möchte ich dieses Wasser hier erwärmen. Ja. Also brauche ich nicht 4,19 Kilojoule, sondern 80 mal 4,19. Das heißt, Gesamtarbeit
ist Delta Theta mal C mal M. Okay, das sind 80 Grad Celsius mal 4,19 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin, ja, mal Masse 1 Kilogramm. Ja. Was kommt da raus? Legen wir hin. 80 mal 4, ne, das war nicht 4, 4,19 335,2 Kilojoule. Diese Energie, diese Gesamtarbeit brauche ich. Ja? Und jetzt schaue ich da unten nach, was da auf dem Typenschild steht. 230 Volt, ist klar, ne? Weil das ist die Netzspannung. Ja? Und 2000 Watt. Schauen wir noch, was da für Strom rennt. 230, das lernen wir noch. Ampere. Okay. Wir wissen also jetzt von unserem Typenschild hier, wir haben eine Spannung U, sind 230 Volt. Ja. Auch wenn das da Wechselspannung ist, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und der Strom I, ja, ist 8,7 Ampere in etwa. Ja. Die Frage ist jetzt, wie lange dauert das? Ja. Und wir haben ja das letzte Mal ja die Formel gehabt, W ist gleich U mal I mal T. Ja. Das heißt, wenn ich mir die Zeit jetzt ausrechnen will, bringe ich das U und das I auf die andere Seite. Das heißt, mein T ist gleich die Arbeit W dividiert durch U mal I. Ja. Was kommt da raus? Da oben habe ich gesagt, habe ich 335,2 mal 10 hoch 3 Joule, ja, Kilo mal 1000, ja, 10 hoch 3 ist 1000, U sind 230 Volt mal 8,7 Ampere. Und jetzt sollten Sekunden rauskommen. Okay. Jetzt sollten Sekunden herauskommen. Schauen wir uns das an. 335,2 mal 10 hoch 3 dividiert durch 230 mal 8,7 ergibt 167,5 Sekunden. Mit diesem Wasserkocher brauchen wir also keine 3 Minuten, weil das wären 180 Sekunden, um dieses Wasser hier zum Kochen zu bringen. Laut unserer Rechnung. Okay? Und jetzt werden wir das einfach einmal ausprobieren. Jetzt werden wir es einmal ausprobieren und werden das einschalten und dann schauen, wie lange das dauert. Wir werden ein bisschen mitstoppen. Da mache ich gleich mein Ende. Und dann werden wir sehen. Gut? Also, los geht's. Aber jetzt geht's einmal los. Achtung, auf 3. 1, 2, 3. Temperatur steigt. Zischelt ein bisschen. Fünfzig Grad immer. Siebzig Grad. Also ungefähr bei 2 Minuten 50 sollte es soweit sein. Nicht?
Bei 90 waren wir ja schon. Ungefähr. Jetzt wäre das, was wir ausgerechnet haben, in etwa. Und? Drei Minuten 13, also 193 Sekunden in etwa. Hm? Bisschen länger. Na, so schlecht kommt es ja gar nicht hin. Es stimmt ja doch. Hm? Ein bisschen daneben liegen wir. Es gibt halt Ungenauigkeiten. Ja? Und wir erwärmen ja nicht nur das Wasser, wir erwärmen ja auch den Kocher und so weiter. Und vielleicht ist das Typenschild auch nicht so ganz genau, aber wir sind zumindest in der Nähe. Okay? Erwärmung mit Wasser. Wenn wir nicht Wasser wärmen, sondern Aluminium, die gleiche Menge, die gleichen Kilo Aluminium, dann wärmen wir nur viel schneller. Ja? Geht schneller. Hast du gehört? Geht schneller. Ja, also, erwärmen. Da unten habe ich es vorgelesen. Ja? Da habe ich irgendwas mit Watt vorgelesen. 2000 Watt. Ja, das ist die Leistung. Was es mit der Leistung auf sich hat, und wie das mit der Arbeit irgendwie verknüpft ist, ich habe da jetzt erst irgendwas ausgerechnet, das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Okay? Da sprechen wir dann über die Leistung. Deswegen, die Leistung lässt sich auch sehr einfach berechnen. Übrigens, dieses Kilojoule da, ja, es ist ja schon so, gell, ein Kilojoule, das habe ich nämlich, wollte ich eh schon das letzte Mal sagen, ein Kilojoule sind 1000 Joule. Das wissen wir hoffentlich. Ein Joule ist eine Wattsekunde. Eine Wattsekunde ist ein Joule, eine Wattstunde sind 3600 Wattsekunden. 60 mal 60 Sekunden, 3600 Wattsekunden. Also eine Wattstunde und eine Kilowattstunde. Ja, sind 3,6 Millionen Wattjoule. Ja? Nur 3,6 Millionen, nur dass wir das ein bisschen einordnen können, diese Kilojoule. Das sind 335.000. Eine Kilowattstunde hat 3,6 Millionen gehabt. Also haben wir ungefähr eine Zehntel Kilowattstunde verbraucht. Ja? Das geht. Ja? Zahlen wir halt ein paar Cent dafür. Ja. Wie gesagt, nächstes Mal dann Leistung. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.